Das Projekt Carola dient dem Zweck, für die breite Masse Gesichtsmasken herzustellen, die in der jetzigen Situation sehr stark gefragt werden. Die Anlage produziert 40 bis 50 Mund-Nase-Schutzmasken pro Minute mit allen Komponenten, die dazugehören, wie dieses Melt-Blown-Fleece, eine Ober-, eine Unterlage, ein Nasendraht wird eingeführt und am Ende werden die beiden sogenannten Earloops montiert. Wir bei der Firma Mikron haben es geschafft, eine typische Durchlaufzeit für eine solche Anlage von etwa 26 bis 30 Wochen auf 6 Wochen zu reduzieren. Das bedingte eine konzentrierte Konstruktionsarbeit. Die Firma Festo hat uns von Anfang an sehr unterstützt mit sehr kurzen Lieferzeiten für die Komponenten. Wir haben sehr viele Komponenten von Festo darin verbaut. Wir wissen seit Jahrzehnten, welche Qualitätsprodukte die Firma Festo herstellt. Und dieses Wissen haben wir auch hier wieder genutzt, um auch da einen guten Partner zu haben, um eine zuverlässig arbeitende Anlage zu produzieren. Die Festo-Produkte sind durch das weltweite Netz an Vertriebspunkten bei Festo auch kurzfristig erhältlich. Und die Unterstützung aus dem Hause Festo bei Fragen und Aufgabenstellungen ist sehr gut. Die Anlage ist autark gesteuert mit einer Backoff-SPS, die alleine arbeiten kann. Die Einbindung der elektromotorischen Komponenten, sprich auch dieser Controller, war sehr einfach, weil die sich auch sehr gut und schnell in die umgebende Backoff-Welt, sprich die Steuerung, einbinden lassen. Die ganzen Parametereinstellungen und so weiter sind selbsterklärend und von daher ist es relativ einfach für einen Programmierer, diese Sachen ans Laufen zu bringen. Der Mix aus elektromotorischen Komponenten und pneumatischen Komponenten, wenn man alles aus dem Hause Festo nimmt, hat für uns den großen Vorteil, dass wir einen Ansprechpartner haben. Wir haben derzeit etliche Anfragen aus aller Welt, um die derzeitige Krise zu überbrücken. Und wir sind also sehr optimistisch, dass wir mit dieser Lösung auch sehr gut den Firmen und diesen Organisationen helfen können.